Und zurück zu Bioshock. Ich war schon mal so frei, den Safe zu hacken. Nehmen wir eben alles mit, was hier in diesem Raum ist, und machen uns weiter auf den Weg. Lamps Operation. Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lamps Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lambs Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Hä? Ich höre irgendjemanden schreien. Ach, jetzt habe ich ganz den Safe vergessen. Scheiße, dumm. Dumm. Safe. $120, Auto-Hack-Pfeil und Phosphorschrot. Ja, super. Zum Glück kann ich dann hier gleich an dem Zirkus der Werte shoppen. Aber hier gibt es nicht gerade was mich interessiert. Großartig, Hack-Pfeil. 5 Ziegerkugeln. Verbandsgasten. Nieten. Naja, gut, immerhin konnte ich wieder über $100 runter arbeiten. Gut. Da liegt noch 50er Kugeln. Habe ich halt das Maximum. Dumm. Schwere Nieten. War hier noch irgendwas hier oben? Oh. Ja, keine Angst. Toll, ich habe natürlich so genagelt, dass ich nicht an das Zeug reinkomme. Moment. Ich versuche trotzdem mal. Ah. Verdammt, ich komme an den Speer nicht ran. Ha, geht doch. Hier war genau die eine Adam-Leiche. Da kann man nicht rein, da kann man nicht weiter. Also hier lang. Wer kämpft da unten schon wieder? Ach, der Kleine, der macht Terror, der Wombler. Ah, das ist so eine Sicherheitskamera. Oh, sehr interessant. Ich habe genug Outtake-Pfeile. Doppelte Munition bei zerstörten Maschinen. Sehr schön. Das ist doch mal relativ nützlich. Das Ding wird mir sowieso nicht mehr nützlich sein. Ah, toll. Nur MG-Patronen drin. Zack, da runter. Was die dabei hat. Eine Schrotflinte hat die dabei. Da ist ein Gavas Garden. Ein Automat. Ein Tagebuch. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Aha, die reden gerade über mich, denn ich bin der Delta. Dollar und wieder schon so viel. Ey, das ist nicht wahr. Wenn man jede Ecke absucht, da findet man so viele Sachen. Gut. Was ist das? Ah, da ist er. Noch ein Spiel mit mir. Dummbatz, was ist das?
Jo. Dann werden wir die Little Sister gleich abliefern, wenn der Wumbler... Oh, hier ist ein... Knopfchen. Ah, hier. Oh, was haben wir hier denn noch? Dosenfleisch, Kugeln... Massig Zeug. Moment, da unten ist doch ein... Ja. Ich warne dich! Ja, chill mal. Da oben ist auch noch eine... Keiner, dass du uns das Geschäft versaut. Kamera? Oh. Was ist denn? Ich verhandle nicht, rück sie raus. Dumm. Werd mir lüglich sauer, du Nullnummer. Der wird sich hier nicht erblicken lassen. Na komm. Ich kann ja auch gleich kaputt machen, wenn ich schon dabei bin. Ach, ich hab das System auch nicht abgegeben. Oh, dumm. Da ist die Kamera. Die hacke ich mit einem normalen Hackpfeil. Ach, Manuel. Geht doch. Geht doch. Was ist denn da unten noch? Ah, scheiße. Mal eben gucken gehen. Da unten ist eine Tür und ein Automat. Ein paar Heilmittel. Oh, ist das hier dunkel? Da hinten liegt ein kleines Tonikum. Mini-Geschütz. Hä? Achso. Anscheinend ist hinten Action. Eine kleine, eine leere Nische. Diese Lamp hat Ryan ganz schön eingeheizt. Die Solidaritätsnummer war anfangs recht clever. Armenhäuser und Mindestlöhne? Absoluter Schwachsinn. Und dann diese Debatte über religiöse Rechte. Fragt sich, ob sie das aufgebracht hat, um zuzusehen, wie Ryan sich in seinem Affenkostüm findet. Lambs einziges Problem ist, dass sie sich diesen ganzen Käse selbst abkauft. Die Welt retten. Ha! Rapture ist einfach nicht ihr Pflaster. Ryan hat sie jetzt irgendwo kalt gestellt. Und ich schätze, da kommt für die Profis das Mitleid. Mhm. Gut, Cure All. Setze die medizinische Versorgung im Webstadt zu deinem Vorteil ein. Mit Cure All bist du nach jedem Besuch einer Medizinstation wieder in Topform. Ich benutze ich ja kaum. Also, wird erstmal gelagert. So. Wieder raus. Irgendwie ist hier gerade noch Action anscheinend. Go, go, Spider-Splicerchen. Tot. Tot. Hier noch links lang. Da war nämlich auch noch ein Weg. Da oben. Nicht. Aber hier ist nur noch ein Büro. Gibt's so nichts Besonderes hier? Ah! Ja, schon wieder Action hier? Ja, oder was? Na, egal. Hacken wir den Safe noch eben schnell.
Oh, das ist aber echt schwer. Oh. Geht doch. Schauen wir mal, was noch drin ist. Dollar, ich. Ja, kann ich nix rausnehmen. Gar nix. Dumm, ey. So. Dumm. Dumm. Und wieder raus. Gut. Wir haben auch eigentlich jetzt gar keine Zeit mehr. Durch diesen Abstecher, den wir jetzt gemacht haben, haben wir so viel gefunden und so viel Zeit weggenommen, dass ich jetzt schon wieder schneiden muss. Also, erst nächstes Mal geht's hier weiter. Oh, nee. So, okay, also bis zum nächsten Mal.